What's up, liebe Braubrüder und Schwestern? Mein Name ist Oliver Hörold und ich freue mich, eure strahlenden Gesichter zu sehen. Heute zeige ich euch, wie ich mein Bier in Kegs abfülle. Zuallererst holen wir das Bier aus meinem Gärkühlschrank. Ich habe einen normalen Mini-Kühlschrank mit einem Brewpie umgebaut, damit er Temperatursteuerung hat. Und dann messen wir den Restextrakt, um den Alkohol ausrechnen zu können. Ich benutze einen sogenannten Weindieb, um eine Probe aus dem Gärfass zu entnehmen. Unser Bier hat einen Restextrakt von 2 Grad Plato, was dann aus der ursprünglichen Stammwürze ungefähr 6,5% Alkohol ergibt. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Umfüllen. Ich benutze einen Autosiphon, wie heißt denn sowas auf Deutsch? Autosiphung, was auch immer. Also ich benutze sowas zum Umfüllen aus dem Gärbehälter in meine Kegs. Ich fülle mein Bier in 19 Liter Conny Kegs ab mit Borlock, also NC ist das, glaube ich. Ich mache da mal ein getrenntes Video drüber, wie das ist mit den einzelnen Kegs. Wie gesagt, 19 Liter passen da ungefähr rein und das Ding wandert dann hinterher wieder in meinen Gärkühlschrank, der dann umgestellt wird, damit es dann konstant das Bier kühlt auf 10 Grad. Ich habe leider momentan noch keinen eigenen Kegerator oder Kieser oder sowas. Deswegen muss ich mich damit behelfen und kann halt immer nur ein Bier gleichzeitig verarbeiten oder also vergären oder trinken. Pech. So, Bier ist umgefüllt. Jetzt muss ich den Gärbehälter entsprechend reinigen. Diese Säckchen, die ihr da seht, da ist die vom Hopfenstopfen der Hopfen drin und dann diese Lumumpe, die da noch drin ist, das ist die Hefe. So, Bier ist abgefüllt. Jetzt muss es eine Woche karbonisieren. Ich mache nicht dieses Forced Carbonization oder sowas. Ich lasse mir Zeit. Das Bier braucht ja eben ein bisschen, bis es dann rund ist. Und ich werde noch getrennte Videos machen, sowohl zum Thema Brewpie, also dieser Gärkühlschrank, und auch Kauf- oder Pre-Kauf-Empfehlungen, bla, für Kegs. Weil ich habe mich damals ziemlich schwer getan, bis ich das Richtige gefunden habe. Aber das alles in einem anderen Video. Mein Name ist Oliver Hörold. Ich freue mich über eure Likes und Subscriptions. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.